Fangen wir mit einer entspannten Tour in der Region an. Ich nehme noch keine Telemetriedaten auf. Keine Eile. Ich dachte, das wäre Horizon Rush. Sisi, du hast recht. Neuer Plan. Telemetrie an und drück durch. Lass uns raus aus Los Jardines. Fahr nach Norden Richtung Copper Canyon. Wir machen ein Abenteuer draus. In 200 Metern links abbiegen. In 100 Metern links abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Willkommen im Valle de las Ranas. Die Geologie ist echt faszinierend. Ich wette, solche Felsen hast du noch nie gesehen. In 400 Metern links abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 200 Metern links abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Nächster Gelegenheit wenden. In 200 Metern links abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Nächstes Mal könnten wir die Seilbahn nehmen. Mehr Landschaft, aber weniger Drift. Bei nächster Gelegenheit wenden. Die Gleise verlaufen bis ganz runter in den Canyon. Touristen stehen drauf. Genau wie Horizon-Schaurennfahrer, wie ich hörte. Der Zug ist schneller, als du denkst. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Hey, muy bien. Jetzt, wo du dich in der Region auskennst, bekommen wir bessere Telemetriedaten. Ich werde Jamin und die Universität anrufen und melde mich bald. Ich habe am Berg eine kleine Route gebaut.
mit Serpentinen und vielen Sprüngen. Zeit runterzufahren. Bleib zum Driften auf den Straßen. Oder nimm eine Abkürzung für etwas frische Luft. Ich werde unterwegs Forschungsdaten sammeln. Du brauchst dich nur um die Fähigkeitsketten für Jamin zu kümmern. Zeit zum Fliegen! Sieh, die Forschung deutet darauf hin, dass Fans von Horizon Rush gerne driften. Wir zerstören Sachen, aber für die Wissenschaft. Ich schicke diese Fähigkeitskette an die Abteilung für Mathematik. Der Telemetrie macht es dir echt Spaß, alles zu zerstören. Genug sein für Horizon Rush. Sogar die Universität dürfte ihren Spaß daran haben. Okay, wir haben jede Menge Rohdaten zum Hochladen auf die Server der Universität. Was ist mit Jamin? Welches Format ist ihm wohl am liebsten? Jay? Poste einfach ein Video und tagge ihn. Keine Ahnung, was Jay zu Cousine Ale gesagt hat, um das Ding aus der Automesse zu kriegen. Vermutlich, dass es für die Wissenschaft wäre, oder? Für die Wissenschaft! Und nun ab zum Gefahrenschild! Das war incredible! Fantastisch! Das coolste Ding aller Zeiten! Das Experiment ist beendet. Wissenschaft ist wohl gute PR.